Heute ist der 20.3. und wir sind in Dortmund. Das ist ja beschissenes Licht. Heute ist der 20.3. und wir sind in Dortmund im FZW. Noch sieht das so aus. Gleich sieht das ganz anders aus. Es ist ausverkauft. Herrlich, wir freuen uns. Und irgendwo da hinten, vielleicht, warte mal. Da, wahrscheinlich, werden meine Eltern stehen. Die kommen mal zu Besuch. Juhu, und mein Bruder auch. Und wo wir gerade bei meinem Bruder sind, der hat mir den Arsch gerettet, weil in Zürich habe ich mir auf der Bühne irgendwie heftig die Schulter ausgerenkt. Es hat so geknallt, peng, im Kopf blitzt. Ich weiß, ich kenne mich nicht aus. Verhärtet, keine Ahnung. Und das tut jetzt total weh. Also dank meines Bruders kann ich jetzt wieder so machen. Konnte ich vorher nicht. Und vor allem so. Geht so. Und nach hinten. Au. Schon besser als gestern. Gestern ging nur so. Ende. Da kommt Guido gerade rein und vor der Tür standen ein paar Typen und die haben uns ein Geschenk mitgebracht hier. Falt mal aus. Ah, oh, da kennt sich jemand aus. Goonies-Fan, der erste Stunde. Und der zweite hin, den habe ich direkt erkannt. Das konnten nur. Er hat es direkt gesagt, das muss man dazu sagen. Er hat es in die Hand genommen und hat gesagt, oh, es klimpert, das kann nur Jägermeister sein. Und er hat recht gehabt. Das war klar. Wer hat die besten Fans? Genau. Wir. Die Kräuter für eine letzte Runde und das Shirt für Ingo. Alter Goonies-Fan. Guck mal, siehst du? Guck mal. Die geilen Kirchner. Liebe geilen Kirchner, geile Kirchner seid ihr. Ja. Also, in Köln, habt ihr schon gehört, was wir machen? Nein. Wir spielen den Kraftclub auf der gegenüberliegenden Seite. Im Palladium, wir spielen im E-Werk. Und da haben wir mit Kraftclub hinterher geplant, dass wir zu einer bestimmten Uhrzeit, müssen wir nochmal dann ausdenken, einen technischen Fehler faken. Na, wir müssen uns halt irgendwas ausdenken. Und dann muss das irgendwie repariert werden. Währenddessen hauen wir ab von der Bühne, rennen rüber oder fahren rüber zum Palladium. Und Kraftclub machen das gleiche drüben und kommen rüber. Und wenn das Licht wieder angeht oder wenn es weitergeht, spielen Kraftclub bei uns einen Song und wir bei denen einen Song. Abgefahren! So, heute ist ein Kumpel von Guido da und der ist Tätowierer. Und der hat eine Tätowiermaschine mit und ich habe einen Hund. Und der sieht so aus. Und der kommt jetzt auf mein Bein. Da ist Benne, einer der besten Tätowierer aus Deutschland, würde ich sagen. Ist so. Das ist ein schäbiger Fuß, da kommen Haare ab. Ich wollte gerade schon schreien, weil es schon so weh tut, aber rasiert er erst. Ja, genau. Ja. Bist du weit? Ja. Sehr schön. Aber schon lange her, das letzte bei dir, ne? Ich habe mir überlegt, 2006. Krass. Sag, wie ist? Wie weit? Oh, Entschuldigung. Was? Wie weit ist es denn? Fertig! Künstlerisch. Ja, das steht dir sehr gut, das Gefühl. Genau, jetzt würde ich einfach mal ganz in Ruhe gehen. Ja. Die Brille. Oh, wie Tatting. Doch gut. Das ist nicht verkehrt. Nö. Zwar auch nicht richtig, aber ganz gut.